Vorsicht, was du als Fitnesstrainer in der Zukunft beachten musst, um nicht ersetzt zu werden. Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer und einem neuen Video. Dieses Thema hatte ich auch neulich schon im Livestream in der Fitnesstrainer-Community-Gruppe von der OTL. Dort habe ich das Ganze auch behandelt, aber ich möchte das Ganze nochmal in einem Video hier auch für euch zusammenfassen, damit ihr auch diese wertvollen Informationen, hoffe ich, habt und damit ihr auch wisst, was ihr als Fitnesstrainer denn tun müsst, um nicht ersetzt zu werden. Und zwar meine ich jetzt nicht ersetzt werden durch andere Trainer oder sowas, sondern durch andere digitale Medien und durch Digitalisierung. Ja, weil ich war ja vor kurzem auf der MEMO 2018, einem digitalen Medienkongress für Führungsleute in der Fitnessbranche. Wenn du da den Vlog verpasst hast, kannst du hier oben nochmal klicken. Dort habe ich den verlinkt, habe ich einen Vlog drüber gemacht, was da alles so war. Und da ging es eben um Digitalisierung und eben auch darum, wie man denn Trainer automatisieren und digitalisieren kann. Ja, und das hat mich so ein bisschen schockiert teilweise, beziehungsweise hat mir aufgezeigt, okay, natürlich sind Trainer auch einfach nur ein Kostenpunkt fürs Unternehmen. Ja, weil Personalkosten sind natürlich ein großer Punkt. Und wenn man diese Personalkosten halt ersetzen kann und das Geschäft läuft weiterhin genauso gut wie davor, dann ist es eben das Prinzip der Gewinnmaximierung. Ja, dann mache ich das natürlich. Und ich möchte dir zuerst ein paar Beispiele geben, wie momentan versucht wird, in der Fitnessbranche das Personal zu ersetzen, beziehungsweise wie das Personal teilweise ein bisschen digitalisiert und automatisiert werden kann. Und dann möchte ich dir drei Tipps geben, was du dagegen tun kannst, damit dir das Ganze nicht passiert. Also, fangen wir an mit den fünf Dingen, die das Ganze beweisen, dass man automatisiert werden kann. Zum Beispiel das erste ist das Thema Fit-Track. Die haben mich angerufen im Fitnessstudio, haben gefragt, ob wir das Ganze nutzen möchten. Und zwar wird da so an jedes Trainingsgerät so ein kleines Gerät angebaut. Ja? Dann kann man mit seinem Handy einfach das an das Gerät dranhalten vom Trainingsgerät. Und dann bekommt man dort auf der App die Übung erklärt. Man bekommt Trainingsempfehlungen, wie schnell die Geschwindigkeit werden soll. Der zählt die Wiederholung automatisch mit. Ja, das heißt, die Trainingsfläche ist dann komplett digital vernetzt und die Übungen werden dann eben auf der App am Handy mit erklärt. Ja, und somit wird der Trainer so ein bisschen überflüssiger, weil man eben dort auch Trainingspläne drauf speichern kann und eben die Übungen dort auf der App dann mit erklärt werden. Was in den Haaren, der Wahnsinn. Das ist zum Beispiel der erste Punkt, wo man das Ganze erkennen kann. Punkt Nummer 2 ist zum Beispiel das Thema MyIntense Plus. Das nutzen wir selber gerade bei uns im Fitnessstudio. Und zwar ist es ein Abnehmprogramm, ein Online-Abnehmprogramm für Mitglieder von unserem Fitnessstudio. Ja, die bekommen dann eine Mappe mit einem Zugangscode für eine Internetplattform. Dort loggen sie sich ein, schauen Video für Video für Video an, lernen dort etwas über Ernährung, sollen das Ganze umsetzen, können das alles auch in ihrem Login eintragen, in ihren Ernährungsplan und so weiter, nehmen dann dadurch ab, müssen sich jede Woche ein Coaching-Video ansehen und bekommen dann am Ende sogar ein Zertifikat und kriegen das Geld von der Krankenkasse zurück. Ein cooler Mehrwert für den Kunden, aber funktioniert auch komplett ohne Personal. Ja? Das heißt Ernährungscoaching komplett ohne Personal. Dann der dritte Beweis dafür, dass man automatisiert werden kann als Trainer, ist zum Beispiel, es gibt solche Riesen-iPads, ja, sieht aus wie ein Riesen-iPad und das sind auch, ja, Personal Trainer sozusagen, digitale Personal Trainer, die haben auch Miss Sporty zum Beispiel und als ich auf der Memo war, habe ich das auch ausprobiert, das waren zwar nicht die gleichen wie von Miss Sporty, aber hat auch gut funktioniert, dort kann man Beweglichkeitstests machen, also da ist eine Kamera drin, die filmt dich und analysiert deinen Körper, nimmt die Gelenkstrukturen auf und da machst du Beweglichkeitstests, Koordination. Kraft, Ausdauertest und so weiter und da gibt es daraufhin auch wieder einen Trainingsplan, den du entweder vor dem Gerät oder auch von zu Hause aus durchführen kannst, ja? Und das funktioniert auch fast komplett ohne Trainer. Oder zum Beispiel das Thema Terminierung im Fitnessstudio. Ja? Es gibt ja schon verschiedene Hotlines oder sowas. Es gibt jetzt zwar, ich kenne jetzt noch kein Studio, was komplett damit arbeitet, aber das wird in Zukunft auf jeden Fall kommen, dass zum Beispiel man im Studio anruft und eine Hotline einfach einen Termin für ein Probotraining zum Beispiel eintragen kann, wo man dann auswählen kann, ja, die Uhrzeit und so weiter und so fort. Und dann eben dort sich einfach einbucht als Termin und somit auch kein Mitarbeiter mehr gebraucht wird, der dann zum Beispiel ans Telefon geht. Oder wir kennen es ja auch schon, Punkt Nummer 5 kommt jetzt, wir kennen es ja auch schon von McFit, dass dort eben auch vorgefertigte Trainingspläne rumliegen, dass man dort eben auswählen kann, welches Ziel man hat und man dann einen Trainingsplan dafür bekommt. Da werden zwar die Übungen nicht erklärt, aber die Trainingspläne bekommt man eben auch so ohne Trainer. Und das sind meiner Meinung nach eben alles sozusagen kleine Beweise dafür, dass es eben in die Richtung geht und dass das heißt,
Deine Konkurrenz als Fitnesstrainer sind nicht nur die anderen Studios, nicht nur die anderen Trainer, sondern eben auch solche digitalen Trends. Und jetzt möchte ich dir eben drei Punkte aufzeigen, was du konkret tun kannst, damit du nicht durch diese digitalen Medien ersetzt wirst. Punkt Nummer 1, beschäftige dich auf jeden Fall mit den Soft Skills eines Fitnesstrainers. Ich hoffe, du kennst den Begriff Soft Skills schon, solltest du auf jeden Fall. Man kann das Ganze auch in soziale Kompetenz unterteilen oder anders beschreiben. Was meine ich damit? Also, dass du nicht nur der Trainer bist, der nur Trainingspläne schreibt und der nur Übungen erklärt, weil das können die Geräte mittlerweile auch, sondern dass du den Trainertermin, das Probetraining oder den Trainingsplan, den du gerade schreibst mit dem Kunden, wirklich zum Erlebnis machst. Ja? Das heißt, dass du sympathisch bist, dass du Tricks anwendest, wie du sympathisch sein kannst, dass du empathisch bist. Das heißt, dass du dich in den Kunden hineinversetzen kannst, dich hineinfühlen kannst. Dann, dass du die ganze Zeit am Lächeln bist, dass du mit dem Kunden Spaß hast, dass du dem Kunden vielleicht andere Kunden vorstellst, die ähnliche Ziele haben und dass die vielleicht miteinander trainieren können. Ja, also diese ganzen Fähigkeiten werden meiner Meinung nach immer wichtiger, dass du anfängst, deine Körpersprache zu optimieren, dass du anfängst, die Körpersprache von anderen zum Beispiel zu deuten, solche Sachen. Oder zum Beispiel, was ich vorhin gesagt habe mit der Hotline als Terminierung, dass du halt am Telefon schon mal auf den Kunden eingehst, dass du am Telefon die Erscheinungsquote durch bestimmte Sätze eben erhöhen kannst. Wenn der Kunde eben zu dir kommt. Ja, all diese ganzen Sachen werden meiner Meinung nach immer wichtiger. Und deswegen ist das auch ein großer Teil in der Personal Trainer Ausbildung, die ich jetzt zusammen mit der Online-Trainer-Lizenz gemacht habe. Dort gehe ich ganz genau darauf ein, auf diese ganzen Dinge. Aber ich möchte dir auch noch zwei Buchtipps mit an die Hand geben heute. Und zwar ist es einmal Menschen lesen von Joe Navarro. Da geht es hauptsächlich um Körpersprache. Echt ein cooles Buch. Habe ich aber übrigens auch zusammengefasst als Video mal abgedreht. Auch auf jeden Fall auch mal anschauen. Und dann empfehle ich dir noch die Bücher von Hans-Georg Heusel. Dort habe ich das Buch Topseller gelesen. Und da geht es eben um Hirnforschung und wie man das Hirn nicht austricksen kann, aber was man eben tun kann, damit der andere eine bessere Stimmung kommt, damit der andere einen mehr mag. Und da wird das Hirn eben, oder da werden die Menschen in ein paar verschiedene Emotionssysteme und Kategorien eingeteilt. Und es wird eben genau gezeigt, wie man auf diese verschiedenen Typen sozusagen der Emotionen genau eingehen kann. Ja? Und mit sowas solltest du dich eben in Zukunft beschäftigen, damit du eben ja, den Trainertermin zum Erlebnis machst und dass der Kunde begeistert ist, wenn der rauskommt und nicht nur ja, irgendein digitales Gerät vor die Tür gesetzt hat bekommen. Punkt Nummer 2, was du tun kannst, damit du nicht ersetzt wirst als Trainer, ist meiner Meinung nach das Thema Spezialisierung und Positionierung. Ja, du musst überlegen, was kann ich konkret tun, damit ich als Trainer eben nicht ersetzt werde und damit ich nicht nur das Gleiche mache wie so ein digitales Gerät, zum Beispiel gute Trainingspläne schreiben und vielleicht einen Ernährungsplan, weil das kann das Gerät auch, haben wir ja gerade schon gesehen. Und dafür habe ich dir 4 Bereiche mitgebracht und es kommt natürlich je nachdem auch auf deine Fähigkeiten an und auf deine Interessen, für welchen Bereich du dich da entscheidest. Bereich Nummer 1 ist natürlich Personal Training. Wenn du als Personal Trainer eine Leistung anbietest, die nicht ersetzbar ist und die eine hohe Qualität hat und wo deine Kunden richtig zufrieden sind, dann ist das natürlich ein Punkt, wo du dann nicht mehr ersetzt werden kannst durch so ein digitales Gerät. Punkt Nummer 2 ist zum Beispiel, wenn du dich auf solche Sachen wie Rücken spezialisierst oder Schmerzen oder Gelenkschmerzen oder irgendwie sowas, ja, weil das ist ein Punkt, wo die Leute ein brennendes Problem haben, wo alles ganz sehr, sehr speziell ist und wo sie wirklich einen Experten haben wollen und dafür auch bereit sind, ein bisschen mehr Geld zu zahlen als jetzt für einen ganz normalen Standard-Trainingsplan. Natürlich kannst du dich auch in anderen Bereichen spezialisieren als Trainer, aber da sehe ich eigentlich so die größten Chancen, weil natürlich die Gesellschaft immer älter wird und ja immer mehr und fast 80% der Leute zum Beispiel Rückenschmerzen haben. Also wenn man sich in diesem Bereich spezialisiert, kann auch nicht verkehrt sein. Dann kannst du natürlich auch noch dich spezialisieren im Bereich Firmenfitness und mit als Personal Trainer zum Beispiel Firmenfitness-Kooperation machen, betriebliches Gesundheitsmanagement in die Firmen reingehen, dort eben Vorträge halten, dort Kurse machen für die Mitarbeiter und es hat eben auch für die Firmen einen großen Mehrwert, weil die Mitarbeiter natürlich weniger Krankheitstage und weniger Ausfalltage haben durch Rückenschmerzen. Das heißt, das ist auch noch ein guter Bereich. Und Bereich Nummer 4, den ich auch noch für sinnvoll halte, ist das Thema Verkauf. Das heißt, wenn du gut verkaufen kannst, dann bist du auch immer interessant für ein Fitnessstudio. Wenn du irgendwie eine Abschlussquote von 80% oder 90% sogar hast, ja, dann ist es natürlich super für ein Fitnessstudio, wenn es weiß, okay, wenn ich ein Probetraining habe, wenn ich das zu dem schicke, dann ist er danach mit 80%iger Wahrscheinlichkeit bei uns ein Neumitglied. Ja.
Das ist auch ein Bereich, in dem man sich spezialisieren kann. Und es gibt natürlich noch viele, viele mehr. Aber versuche auf jeden Fall, dass du dir eben Gedanken machst, wie du eben nicht ersetzbar bist als Fitnesstrainer. Und Punkt Nummer 3 ist meiner Meinung nach die Komfortzone verlassen und ein bisschen über den Tellerrand hinausdenken. Was ich auch schon oft hoffentlich getan habe in der Zeit als Fitnesstrainer, wo ich als Fitnesstrainer gearbeitet habe und mir halt einfach ja, andere Sachen überlegt habe und nicht nur Trainingspläne sozusagen geschrieben habe. Ja, dass ich mir Konzepte ausgedacht habe, wie kann man noch mehr Mitglieder bekommen, wie kann man den Kunden besseren Service bieten. Und dann möchte ich dir einfach mal kurz ein Beispiel machen, dass du dir vielleicht auch mal so eine Aktion ausdenkst oder dass du irgendwie auch eine Marketingaktion oder irgendwie sowas ausdenkst oder halt einfach was, was das Unternehmen, sein Unternehmen, dein Fitnessstudio voranbringen kann. Und zwar haben wir momentan eine Aktion bei uns im Fitnessstudio, die sich unser Inhaber ausgedacht hat und die dann von den Mitarbeiter konnten Ideen einbringen und ich habe das Ganze zu einem Konzept dann weiterentwickelt. Mit den ganzen Ideen vom Inhaber und von den Mitarbeitern. Und da geht es um die Aktion Challenger gesucht. Und zwar sprechen wir dort Firmen an im Umkreis vom Fitnessstudio. Und diese Firmen können eben 4 bis 6 Leute zur Verfügung stellen und ein Team bilden. Ja? Dieses Team, also jeder von diesem Team, darf 4 Wochen gratis bei uns trainieren und kann während dieser Zeit Punkte sammeln. Zum Beispiel durch 2 Runden Training im Milan Circle, zum Beispiel durch einen Kurs nach Wahl, den sie besuchen möchten, können sie Punkte sammeln auf einer Stempelkarte. Und am Ende der 4 Wochen hat dann jeder Teilnehmer eben Punkte gesammelt. Diese werden zusammengerechnet und als Durchschnitt einen Durchschnitt gebildet, sodass jedes Team einen Durchschnittspunktzahl hat und diese Teams treten eben gegeneinander an und am Ende das Team hat dann zum Beispiel irgendwas gewonnen, 3 Monate gratis Training mit einem T-Shirt und einem Shaker noch dazu, dann gibt es einen 2., 3., 4. Platz und so weiter und das ist einfach daraus entstanden, weil wir momentan nicht im Sommer so nicht mehr so viele Termine haben natürlich wie im Winter und es ist einfach nicht mehr so viel los, um einfach das Studio ein bisschen zu füllen, damit die Mitarbeiter viel zu tun haben und damit denen auch nicht langweilig wird sozusagen und damit wir einfach weiterhin aktiv bleiben. Dafür haben wir uns das ausgedacht und das ist einfach ein gutes Beispiel dafür, dass man ein bisschen über den Tellerrand hinausdenkt und sich mal was einfallen lässt, was eben das Fitnessstudio voranbringt. Und das kann natürlich auch kein digitales Gerät, sondern das kannst nur du als Mitarbeiter im Fitnessstudio. Und das sind meine 3 Punkte, die du umsetzen kannst, damit du in der Zukunft nicht ersetzt wirst. Ich hoffe, die Themen haben dir gefallen. Ich hoffe, diese allgemeinen Themen über die Fitnessbranche, über die Zukunft gefallen dir auf diesem Kanal. Gib mir auf jeden Fall mal kurz ein Feedback unter dem Video. Schau dir auf jeden Fall noch den Blog an, den ich letztes Mal hochgeladen habe von der Memo, vom Digitalen Medienkongress. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, nächsten Dienstag um 17 Uhr wieder. Bis dann, haut rein, Leute, und ciao.